Ja, nachdem bei der Bundestagswahl die Basis, die ja einen kurzen Höhenflug davor hatte, 0,98%, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt 1,5%, dann Bundestagswahl ganz dicht bei 1,3%, also 1,4%, aber eher Tendenz zu 1,3. In Berlin gleich 1,3%. Nachdem also das eine Sackgasse ist, während in Österreich eine Partei, eine impfkritische Partei, sofort den Sprung ins Parlament geschafft hat, ist also die Basis gescheitert und die Partei ist wohl auch gescheitert. Und da beide gescheitert sind und keine Chance haben, die Geschicke Deutschlands zu beeinflussen. Und da die Partei, werde ich gleich vorlesen, hier ist ein Text, wo die Partei, wie stehen Sie zum Modell der Gemeinwohlökonomie, gefragt wird und jemand von der Partei antwortet, positiv antwortet. Das werde ich gleich vorlesen. Und ja, die Partei des Gemeinwohls PDG ist also die erste Partei, die all diese Probleme lösen kann, und zwar an der Ursache. Und man kann dort eben kostenlose Doppelmitgliedschaften machen, also wenn man Mitglied die Partei ist oder von die Basis, kann man da kostenlos Mitglied werden und insofern eine kostenlose Unterstützungsunterschrift für die Partei leisten, da ja jede Partei etwa 60 Mitglieder braucht, um dann zu den Wahlen zugelassen werden zu können, wobei ja dann danach nochmal Unterschriften erforderlich sind, also die Unterstützungsunterschriften im engeren Sinne nochmal erforderlich sind. Ja, und letztendlich gucken wir es uns doch mal an, also die Partei. Da wurde auf der Seite Abgeordnetenwatch.de, weil Transparenz Vertrauen schafft, habe ich irgendwie durch Zufall bin ich gestolpert über Corwin Drössler, die Partei. Und der wurde gefragt, Frage von Uwe D. am 20. August 2021, wie stehen Sie zu dem Modell der Gemeinwohlökonomie? Jetzt haben wir ja das Phänomen, dass viele Parteien, die ÖDP, die Grünen, alle möglichen Parteien, das Europäische Parlament über Gemeinwohlökonomie diskutieren, aber niemand konnte sich bis jetzt durchringen, die Gemeinwohlökonomie wirklich als Alternative zu Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft wirklich zum Programm zu machen, ja. Und die erste Partei, der Welt, die das überhaupt macht, ist eben die Partei des Gemeinwohls. Und Corwin Drösslers Antwort vom 22. August, also 2 Tage später: Hallo und vielen Dank für die sehr interessante Frage. Die Politikerinnen sollten eigentlich dafür da sein, also ich wiederhole nochmal, aber hier unten rechts an dem rundlichen Ding anklicken und die Geschwindigkeit auf 2 stellen, weil ich ja so langsam spreche. Also, vielen Dank für die sehr interessante Frage. Die Politikerinnen sollten eigentlich dafür da sein, das Gemeinwohl zu erhöhen und nicht ihr eigenes Wohl gemein zu erhöhen. Schön formuliert. Daher ist das Modell der GWÖ sehr spannend. Momentan leben wir in einem Wirtschaftssystem, das auf der Ausbeutung von Mensch und Umwelt basiert und die schwerwiegendste Ursache wirklich aller weltweiten Probleme ist. Außerdem wurde es von Reichen für Reiche geschaffen, wodurch nur einige wenige profitieren, welche dadurch jedoch an immer mehr Macht und Einfluss gelangen und die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Leitgedanke, beziehungsweise eher Leidgedanke, also Leidensgedanke derzeitigen Handelns sind Lobbyinteressen und Profit auf Kosten der Bevölkerung und Umwelt. Das Geld steht im Fokus, nicht der Mensch, obwohl die Politik und Wirtschaft, oft verschmilzt ja beides, eigentlich dafür verantwortlich sein sollte, für den Menschen zu arbeiten, statt andersherum. Auf Biegen und Brechen ein grundlegend falsch gerichtetes Wirtschaftssystem zu verteidigen, ist fatal. Ewiges Wachstum als neoliberales Dogma ist ein Irrglaube, dem zu viele verfallen sind. Nichts kann ewig wachsen, dafür bin ich der beste Beweis. Der Markt regelt außerdem nichts, was beispielsweise die marktradikalen, kapitalextremistischen FDPlerinnen noch nicht verstanden haben. Ein Fortsetzen dieses Wirtschaftssystems bedeutet irgendwann, eher früher als später, dem Zusammenbruch geweiht zu sein. Wie man auch an den regelmäßig auftretenden Wirtschaftskrisen, in denen wir ständig Banken retten müssen, erkennen kann. Daher ist der logische Schluss, dass der Kapitalismus und Neoliberalismus überwunden und ein anderes Modell angewandt werden muss. Die Gemeinwohlökonomie bietet sich dafür an, ob übergangsweise oder langfristig kann debattiert werden. Die Gemeinwohlökonomie bietet sich an, dafür in Betracht genommen zu werden. Ökonomie mit tatsächlicher Achtung der Menschenrechte und planetaren Grenzen. Ökonomie mit tatsächlicher Achtung der Menschenrechte und planetaren Grenzen zu vereinen, statt auszubeuten, klingt sinnvoll und vernünftig. In einer profitorientierten Welt wie der derzeitigen ist das nicht möglich, mit der GWÖ zumindest in der Theorie schon. Ja, ich muss noch dazu erwähnen, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, warum bis jetzt auch keine Partei sich voll zu der Gemeinwohlökonomie bekannt hat, ist halt, dass sie noch sehr viel jugendliche Fehler beinhaltet, die bei den anderen Konzepten der Gemeinwohlwirtschaft, ich zeige Ihnen mal hier, also bei diesen Konzepten, also wir haben hier die Gemeinwohlökonomie ist halt die linksradikalste von den Gemeinwohlwirtschaftskonzepten und die Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung ist etwas gemäßigter links sozusagen und der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus ist eine Variante der Gemeinwohlwirtschaft, die auch noch marktnäher ist, weil sie ganz offen sich bekennt und bezieht auf Leistung und Wettbewerb und dessen Bedeutung. Also man kann sagen, in China ist es ja so, da läuft zwar ganz vieles schief und das ist bestimmt auch eine ganz üble Diktatur mit Datenmissbrauch und allem Möglichen, aber irgendwie versuchen die, Kommunismus zu kombinieren mit Leistung und Wettbewerb und übertreffen im Moment die gesamte sonstige Wirtschaft der Welt und ziehen den anderen im Moment davon. Aber wie gesagt, mit China zu beschäftigen ist für uns uninteressant. Es gibt ja generell die besseren Systeme, gibt es ja besonders hier, ne, die durchdachten Systeme, die nicht diese Kinderkrankheiten haben. Ja, dann gucken wir doch mal hier drüben nochmal. Also, Kommunen können außerdem ihren Beitrag dazu leisten, indem sie sich Gemeinwohl zertifizieren lassen, was manche auch bereits getan haben, was ich gut heiße. Ich werde mich nach meiner Wahl dafür einsetzen, dass dieses alternative Wirtschaftskonzept breitere Bekanntheit erlangt. Auch möchte ich mehr Regionen dazu ermutigen, sich Gemeinwohl zertifizieren zu lassen, um eine Vorreiterrolle in einer Postwachstumsgesellschaft einnehmen und im Einklang mit Mensch, Natur und Ressourcen jeglicher Art leben zu können. Denn wenn wir das nicht machen, können
könnten wir als Gesellschaft schneller vor dem Kollaps stehen, als uns lieb ist. Mit freundlichen Grüßen, Corvin Dörsler. Ja, das heißt also, hier haben wir das Phänomen, dass also wieder eine von vielen Parteien sich sehr stark zu Gemeinwohlökonomie bekennt, aber eben nicht richtig im Wahlprogramm damit an die Front geht, wahrscheinlich, weil man auch die Kritik an der Gemeinwohlökonomie kennt, die ja oft vernichtend ist, weil die Gemeinwohlwirtschaft in Ausprägung der GWO hier, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, ja für ein Wirtschaftswunder von 700 € monatlich mehr im Geldbeutel für alle Arbeitenden steht, während die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber unter dem Verdacht steht, eher wohlstandsreduzierend zu sein, wegen ihrer Nähe zu pseudokommunistischen Konzepten und deren Wohlstandszerstörungselementen. Ja, also insofern, jetzt haben wir aber eben die erste Partei, die sich ganz offen eben zur gesamten Diskussion GWÖ, GWO, Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, GWO, GWL und so weiter bekennt zu dieser ganzen Diskussion und nur da in diesem Bereich die Lösung für die Menschheit sieht. Und damit ist sozusagen hier die Lösung für alles. Und für die Basismitglieder ist zu sagen, die Basis hat den Fehler gemacht, nach außen zu sich auf das Symptom zu konzentrieren. Die Basis ist also hingegangen und hat gesagt, oberster Programmpunkt ist der Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen. Dadurch hat sie sich viele Feinde gemacht und hat eigentlich keinerlei Lösungskonzept gebracht, das Problem an der Wurzel zu lösen. Und die an der Wurzel zu lösen heißt eben, sozusagen nicht nur hier, nicht nur letztendlich Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter zu unseren Dienern oder hier, wo ist es? Da steht doch noch so ein schöner Satz irgendwo. Na, wo ist es denn? Na, ach, das steht hier unten. Da muss, sorry, das steht hier unten. Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Einfluss und von Lobbyismus und Wirtschaft auf Politik wird nicht mehr geduldet. Darin liegt also die Lösung. Und dann ist entscheidend, dass man die Gesundheitsreform hier so gestaltet, hier, dass der Arzt dafür belohnt werden soll, wenn ich gesund und glücklich bleibe. Also damit wird die Ursache, ja, Sie müssen sich das nochmal klar machen. Wenn Sie hier die Leistung von Drosten, Wieler und Lauterbach, den Gesundheitsnutzen für die Bevölkerung sehen. Gerade hat man gehört, dass Jens Spahn zugegeben hat, dass die Corona-Maßnahmen dazu geführt haben, dass das Immunsystem der Menschen einen Trainingsmangel hat und jetzt besonders anfällig für den Grippetod geworden ist, sozusagen. Ja, und wenn man jetzt diese Summe dessen berechnet, was die Maßnahmen alles sozusagen, wie weit Drosten, Wieler und Lauterbach, also unsere Gesundheit, unser Wohlfühlen und unsere Langlebigkeit beschädigt haben und gleichzeitig auch noch unseren Wohlstand beschädigt haben, wenn wir das objektiv ausgerechnet hätten anhand der Daten, die ja die Gemeinwohlwirtschaft erhebt, dann kriegen wir ganz klar raus, dass diese Corona-Maßnahmen
nur einem genutzt haben, dem riesigen Profit der Pharma- und Impfkonzerne und sonst und der Maskenkonzerne und der Testkonzerne und sonst niemanden auf der Welt. Ja? Und die Menschen wurden geschädigt um des Profites der Pharma- und Impfkonzerne willen. So, und jetzt geht aber die Partei des Gemeinwohls richtig vor, indem sie sich um das Symptom gar nicht kümmert, sondern die Ursache behebt. Sie ändert die Struktur des Gesundheitswesens so, dass sie die Beute entzieht. Hier steht es, dem Bewussten und dem Nichtbewussten schlechtes Tun wird die Beute entzogen. Ja? Das heißt also, dass Drosten, Wieler und Lauterbach jetzt vor dem Ende ihrer Karriere stehen würden, wenn die Gemeinwohlwirtschaft schon Anwendung finden würde. Und deswegen ist die Partei des Gemeinwohls, die sich überhaupt nicht zu den Corona-Maßnahmen äußert, offensichtlich, man findet hier nichts im Programm zu diesem Thema, ist aber die Partei, die das Problem an der Wurzel ausreißt und sich nicht am Symptom aushält, womit ja die Basis gescheitert, mit dem Symptom auffällt, womit ja die Basis gescheitert ist. Ja, und damit ist also alles gesagt, warum Sie jetzt sofort die kostenlose Doppelmitgliedschaft machen sollten und eben auch nicht auf das tote Pferd die Basis und die Partei setzen sollten, sondern auf das noch lebende Pferd. Warum ist eine Partei tot wie die Basis? Naja, weil Sie haben nur einmal die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu machen. Und da etwa 10 Millionen Menschen einen ersten Eindruck von der Basis gewonnen haben und dieser Eindruck war für über 9 Millionen Menschen negativ, also für etwa 93, 94% derer, die die Basis angeschaut haben, war der Eindruck negativ und sie haben sich gegen diese Partei entschieden und nur 0,6% circa haben sich für diese Partei entschieden. Und insofern, nee, nur, wie war das, nur 6%, 94% haben sich dagegen entschieden, 6% haben sich für diese Partei entschieden und da aber auch viele an den Wahlen teilgenommen haben, die gar nichts von der Basis wussten, fiel sie dann auf 1,3 bis 1,4, aber eigentlich 1,3% runter und damit ist sie kaputt. Das heißt, sie hat jetzt die Chance verpasst. Niemand wird jetzt mehr, diese 10 Millionen Menschen werden jetzt die Basis einfach nicht mehr beachten. Und nur die Partei des Gemeinwohls hat noch diese Chance der Erstbeachtung und da diese an die Ursachen der Sachen rangeht, hätte man da jetzt die Chance, besonders da Gemeinwohlwirtschaft ja in einer simulierten Bundestagswahl bei einer einigermaßen repräsentativen Wählerstichprobe 56% der Wählerstimmen erreicht hatte, können wir davon ausgehen, dass sie vielleicht gerade so dann die 5% schaffen könnte, denn von den 56%, muss man froh sein, wenn man einen winzigen Bruchteil davon, zum Beispiel 5%, realisieren kann. Aber das ist wenigstens möglich, während die Basis mit ihrem schlechten Programm leider niemals das Zeug zu einer 56, also niemals ein Potenzial von 56% hatte. Ne? Dafür war das Programm einfach viel zu schlecht. Ja. So, und jetzt komme ich noch zu ein paar Kurznachrichten. Ja, die Frage an Sie ist, warum tun Sie nichts, um Ihr Leben besser zu machen? Nur die Partei des Gemeinwohls bietet das und entweder wird jetzt sofort aktiv oder man wird es nie bekommen, das bessere Leben. Viele Menschen wünschen sich ein besseres Leben, werden aber genau dann nicht aktiv, wenn es drauf ankommt und bei der Partei des Gemeinwohls ist das unsere einzige Chance weltweit und jetzt kommt es drauf an. Ja, dazu geben. Fehlanreiz, Unternehmer kann Lohn reduzieren. Ja, also wenn man das Modell macht,
Des dazugebens. Ich habe in der letzten Sendung etwas noch nicht ganz ausführlich genug geschildert hat. Ja, wenn man also eben den Mindestlohn und die Gewerkschaften abschafft, weil diese beide Massenarbeitslosigkeit erzeugen und Langzeitarbeitslose zementieren und erzeugen, damit eben die Sozialspartler sich an der ständig wachsenden Kundschaft bereichern können, ja, und davon profitieren können, dass sie diese wachsende Kundschaft der Dauerarbeitslosen, Langzeitarbeitslosen verwalten, gewinnbringend verwalten. Das kann man lösen, indem man eben zu dem Geld, was jemand pro Stunde kriegt, indem man da von Staats wegen Geld dazu gibt, aber nicht in die Preispolitik, in den Preismarkt eingreift, künstlich. Ja, und wo ist da der Fehler? Der Fehler ist, dass man vorsichtig sein muss, dass man nicht neue Fehlanreize für Unternehmer setzt. Die könnten nämlich, und das ist ja wohl früher auch immer geschehen, auf die Idee kommen zu sagen, hier, ich zahle dir nur 1 Euro die Stunde und den Rest holst du dir vom Amt. Wir müssen also die Anreize so setzen, dass der Mitarbeiter wesentlich mehr in Summe bekommt, je höher sein mit dem Unternehmer vereinbarter Stundenlohn ist. Also wenn er zum Beispiel aushandelt und sagt, ja, Sie sehen doch, ich bin etwa 5 Euro die Stunde wert, dann zahlen Sie mir doch auch bitte diese 5 Euro die Stunde. Und dann bekommt er, es ist quasi so, dass er von dem, was er verdient, quasi von dem, was er verdient, also bei 5 Euro die Stunde, ja, dass er dann davon nur 80, also davon darf er 80% behalten, kriegt aber 20% abgezogen. Verrechnet mit dem Hartz IV beziehungsweise mit einem kleinen Hartz IV oder einem kleinen bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt also, der Mitarbeiter ist dadurch interessiert, dass der offizielle Lohn, den er vom Unternehmer bekommt, möglichst hoch ist, dass der dem Markt entspricht. 5 Euro oder 6 Euro oder 4 Euro oder 7 Euro. Und wenn er 7 Euro die Stunde bekommt oder 8 Euro die Stunde bekommt, weil er eben genauso viel auch wert ist und genauso viel Leistung bringt, dann bekommt er davon nur 2 Euro pro Stunde abgezogen und die restlichen 6 Euro bekommt er in die eigene Tasche zusätzlich zu dem staatlichen Geld. Dadurch stimmt die Anreizsituation. Und jetzt könnte man noch als Anreiz dazugeben, dass es eine ganz hohe Strafe für Unternehmer gibt, wenn der trotzdem versucht, zum Beispiel zu sagen, ich zahle dir nur 3 Euro die Stunde und ich gleiche dir das aus, indem ich dir bar auf die Kralle sozusagen die fehlenden Beträge, was dir das Amt, was du dann insgesamt zu wenig hast, bar gebe. Erstens rechnet sich das kaum für den Unternehmer, weil er muss ja dann letztendlich ziemlich viel dem Mitarbeiter geben. Da kann er ihm gleich auch die 8 Euro die Stunde geben. Und zweitens drohen dann ganz hohe Strafen für ihn, Gefängnisstrafen für ihn. Und dadurch könnte man sagen, würde dieses System funktionieren. Das heißt also, der Mitarbeiter versucht, den höchstmöglichen Stundenlohn auszuhandeln, zum Beispiel 8 Euro die Stunde, die er dann auch wert ist. Die bekommt er vom Unternehmer und davon werden nur 2 Euro die Stunde abgezogen von dem staatlichen Geld und 6 Euro die Stunde kann er behalten. Zum Beispiel, man kann darüber diskutieren, ob man 80% macht, 90%, 70, 60.
95%. Auf jeden Fall ist dadurch der Mitarbeiter motiviert zu arbeiten, weil er sehr viel von dem Geld, was er selbst erarbeitet, zusätzlich bekommt zu dem Staatsgeld. Und das ist dann eine gute Motivationssituation. Ne? Ja, und dann, ja, 80% behalten. Ja, also damit ist dieses Modell vollständig. Also Mindestlohn und Gewerkschaften sind ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler, die davon profitieren müssen und wollen, ihr, dass eben möglichst viele diese Sparten, die Sozialsparten, leben davon, dass sie einen Großteil der Gesellschaft in Langzeitarbeitslose verwandeln, die sie verwalten können, gewinnbringend, und wo sie Karriere machen können in der Betreuung derselben. Ja? Was wäre die Karrierechance eines Arbeitsamtmitarbeiters, wenn es null Arbeitslose in Deutschland gäbe? Das ist ja das Ziel der Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und dadurch haben sich dort Irrtümer entwickelt, weil die eben karrierefördernd sind, und die wurden dann als vorteilbringende Irrtümer in alle anderen Teile der Gesellschaft gepumpt. Die ganzen anderen Teile der Gesellschaft wurden infiziert, sodass alle Menschen rumlaufen mit dem Aberglauben, mit dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, Mindestlohn und gewerkschaftliche Tariflöhne seien gut für die Gesellschaft und für die Menschen. In Wirklichkeit sind sie total schädlich, weil sie eben ganz viele Menschen, deren Arbeitsleistung nicht den Tariflohn und nicht den Mindestlohn wert ist, zur Langzeitarbeitslosigkeit verurteilen und damit zur Verwahrlosung und zum zerstörten Leben, woran sich dann die Sozialspartler bereichern und sich sozusagen auf einer nicht bewussten Ebene die Hände reiben über so viel Kundschaft. Ne? Ja, und das bedeutet eben ja letztendlich, dass wir sozusagen, dass die Lösung darin besteht, dass die Menschen 80, zum Beispiel 80% ihres Stundenlohnes behalten dürfen, sodass sie richtig motiviert sind, arbeiten zu gehen, und auch die Anreize so gestaltet werden, dass die Unternehmer nicht tricksen können, sondern wirklich den Mitarbeitern den marktgerechten Stundenlohn zahlen, den leistungsgerechten Stundenlohn zahlen, ohne durch einen überhöhten Mindestlohn oder einen überhöhten Tariflohn quasi gezwungen zu sein, die Leute in die Langzeitarbeitslosigkeit zu entlassen. Ja? Ja, das war's schon wieder mit dieser Talkshow. Also, ich habe ja deutlich gemacht an dem Text von dem Herrn Drößler von Die Partei: Gemeinwohlwirtschaft wird überall diskutiert und überall für interessant befunden, aber die erste und einzige Partei, die es wirklich umsetzt, ist die Partei des Gemeinwohls, PDG. Und darin liegt die Zukunft der Menschheit. Tschüssi, bis bald.